Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP Envy X360 und zwar in 15DS. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein gedruckt hier unten. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. So, um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man folgende Schrauben herausnehmen. Und die sind, wie bei HP sehr oft der Fall, unter Gummifüßen oder in dem Fall Gummischienen. Und die muss man vorher abziehen. Und ja, sollten die nicht mehr richtig kleben, muss man die mit doppelseitigem Klebeband wieder neu machen. Alternativ dazu könnte man auch einen Satz neuer Gummifüße kaufen und den einfach anstatt der Gummischienen auf das Gehäuse kleben. Gut, zum Öffnen des Geräts benutze ich hier ein Universalwerkzeugset. Da sind alle Aufsätze und Schrauben mit dabei, die man so braucht. Und ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Als Aufsatz benutze ich einen Kreuzschraubendreher, ein PH0. Nur für die eine Schraube hier vorne, das ist eine Torx, da benutze ich einen T5 als Aufsatz. So, ich habe die Schrauben jetzt schon mal gelöst und schaue erstmal, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Unterseite verbunden ist. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Der ist in diesem Fall direkt an dem Stecker vom Mainboard. Und dafür müssen wir diese Schrauben hier lösen. Und dann kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und vom Stecker lösen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier herausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden
nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen. Und ja, schon fertig. So, was sehen wir noch? Wir sehen hier die SSD. Unter diesem Blechschutz ist der RAM. Und wir sehen hier außen noch die Lüfter. Da läuft der Heatsink, der die CPU kühlt. Hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und zur Seite rausnehmen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Ja, die schiebt man dann einfach wieder hier rein. Macht die Schraube auch wieder fest und fertig. Um den RAM zu tauschen, muss man, wie schon erwähnt, dieses Blech hier abnehmen. Das ist da noch ein bisschen festgeklebt. Und dann kann man das Blech einfach nach oben ziehen. Und da sieht man dann die beiden RAM-Riegel. Um die jetzt auszutauschen, muss man nur diese beiden Klammern hier an der Seite so ein bisschen nach außen ziehen. Dann kommt einem der RAM auch schon entgegen. Man kann den dann einfach rausziehen. Und den neuen, ja, den steckt man einfach wieder genauso rein. Drückt nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Und dann hat man das auch erledigt. Das Blech kommt dann wieder in die kleinen Klammern hier, die um den RAM-Riegel herum angeordnet sind. Und das muss man nur von oben wieder drauf drücken. Dann kann man es zukleben und ja, fertig. Gut, den Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man einfach nur diese Schrauben hier lösen und das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, abziehen. Da die Kabel an dem Stecker hier ziemlich dünn sind, sollte man da nicht direkt dran ziehen. Den kann man meistens seitlich oder oben ganz gut packen. Da geht man ein bisschen mit den Fingernägeln drunter und rüttelt den einfach so ein bisschen links, rechts hin und her. Man kann sich auch eine Hilfe dazu nehmen und den dann so ein bisschen rausschieben. Und manchmal hilft es so wie hier, dass man den Lüfter vorher schon rausnimmt. Dann hat man einfach ein bisschen mehr Raum, um zu arbeiten. Den Lüfter kann man dann einfach aus dem Gehäuse nehmen und eben gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Der Einbau geht genauso einfach. Auch da hilft es manchmal erst, das Kabel wieder zu verbinden und dann den Lüfter wieder zu befestigen. Ich würde auch darauf achten, dass der Stecker wirklich wieder fest drin sitzt. Dann muss man nur noch die Schrauben wieder reindrehen und ja, so einfach kann das sein. Und bei dem anderen Lüfter funktioniert das ganz genauso wie hier. Den Akku legen wir jetzt einfach wieder ins Gehäuse. Da sieht man die Steckverbindung. Da drückt man das einfach ein bisschen drauf. Und dann muss man den nur noch festschrauben. Und ja, das war's dann schon. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann einfach wieder zuschrauben und die Gummischienen wieder draufkleben. Und ja, so schnell ging das. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.